Das Ave Maria von Anton Bruckner. Für Christian Heiß, den Domkapellmeister der Diözese Eichstätt, gehört dieser Klassiker einfach zum Repertoire eines jeden guten Kirchenchores. Ave Maria, Bruckners bekanntes Stück, vertont das marianische Grundgebet schlechthin in der katholischen Kirche, nämlich Gegrüßet seist du Maria. Maria ist zunächst präsent über die ganze Kirchenmusikgeschichte, bei ganz vielen Komponisten in allen Epochen. Und die Stücke, die geschrieben wurden, sind instrumental, sind vorwiegend natürlich vokaler Natur, denn die Texte, die zu Maria vorhanden sind, wollen ja vertont sein. Und es werden sozusagen die verschiedenen Lebensstationen Mariens in dieser Musik beleuchtet. Die Lebensstationen, von der Botschaft, dass sie die Mutter Jesu werden wird, bis hin zur Kreuzigung und zum Tod ihres Sohnes. Das Dabat Mater thematisiert die trauernde Maria in Gedichtform. Die mittelalterliche Lyrik, wohl aus dem 13. Jahrhundert, ist immer wieder vertont worden. Und dabei geht es nicht nur um die Klage Mariens. Sicher die leidende Maria ganz im Vordergrund, aber eben auch der Trost, der letztendlich aus diesem Leid für alle, die eben an diesen gekreuzigten Jesus glauben, daraus erwächst. Und beides wird musikalisch eben eingebracht bei verschiedenen Komponisten. Und es ist also interessant zu beobachten, dass das Dabat Mater wirklich durchkomponiert ist von der Renaissance bis in die Jetztzeit. In der modernen Kirchenmusik kommen die marianischen Gesänge insgesamt aber nicht mehr so oft vor wie früher. Vor allem das Motiv der leidenden Maria hat im neuen geistlichen Lied an Beliebtheit verloren, sagt Christian Heiß. Ich glaube, dass das eine ganz allgemeine Beobachtung ist unserer Zeit. Denn alles, was sozusagen wehtut und mehr zum Denken anregt, und da gehört gerade diese Passionsgeschichte, das ist etwas, was unsere Zeit gern wegdrängt. Im neuen Gotteslob gibt es übrigens sage und schreibe 40 Marienlieder. Mehr als die Hälfte davon steht im Eigenteil des Bistums Eichstätt. So viele Marienlieder dürfte es deutschlandweit nur in ganz wenigen Diözesen geben. Die Menschen im Bistum Eichstätt sind der Gottesmutter also besonders stark verbunden, zumindest was die Kirchenmusik angeht.